Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Modtest in Landwirtschaftssimulator 2013. Heute stelle ich euch das Strohkraftwerk vor. Beginnen wir doch mal. Hier sieht man, dass man das Stroh hier hochfahren muss und dann in diese Walzen reintun muss. Und dann wird es wahrscheinlich verarbeitet. Dann hier finden wir ein Achtungsschild. Jo. Dann hier ein großer Schlot. Der Qualm kommt raus, wo er rauskommen soll. Dann hier ein kleiner Raum. Das ist der Maschinenraum, wie es aussieht. Hier darf nicht geraucht werden. Es ist sehr laut und es herrscht Strom. Hier sieht man den drei Zeichen. Dann die Tür. Sieht schon etwas älter aus. Aber nun ja. Henkel und Schloss ist auf jeden Fall vorhanden, wie man sehen kann. Hier hinten finden wir noch eine Entlüftungsmaschine. Und hier nochmal ein großes Rohr zum Entlüften wahrscheinlich. Dann da hinten kommt der Dreck raus, wie man sehen kann, aus dem Rohr. Und hier wird es dann gelagert. Verziert, beziehungsweise der Boden besteht aus Steinen, wie man sehen kann. Sieht auch ganz gut aus und so sieht es eigentlich auch sehr schön aus. Real. Das ist das Wichtigste, dass in LS was real aussieht, aber da kann man nicht drüber meckern. Jo. Jetzt machen wir doch mal den Test. Und zwar habe ich hier die Ballenpresse mit einem vollen Ballen. Ja, und das werden wir jetzt mal versuchen, das da rein zu kippen. So. Nein, keine Mission. So, vorsichtig hoch hier. So, und jetzt bin ich hier rangefahren, wie man sehen kann. So. Und jetzt mache ich mal die Klappe auf. Und jetzt werden wir mal sehen, was passiert. Taste X und dann. Er ist sofort weg. Also, ja. Die Maschine verschlingt den Ballen sofort. Von oben sieht das Ganze übrigens so aus. Sieht eigentlich sehr realistisch aus, sagen wir es mal so. Passt. So. Jetzt schauen wir nochmal in den Shop. Im Shop kostet das Strohkraftwerk 25.000 Euro. Für meine Begriffe etwas wenig. Und die Unterhaltskosten pro Tag betragen nur 25 Euro. Naja gut, könnte man etwas erhöhen, aber darüber lässt sich streiten. Als Beschreibung steht dort, mit dem Strohkraftwerk könnt ihr loses Stroh und Ballen aller Art verkaufen. Und sonst ist nichts weiter angegeben. Ja, dann das Bild wurde auch angepasst. Dazu ein Logo von der Firma. Das passt auch. Sieht ordentlich aus. Ja, und sonst ist der Mod eigentlich recht praktisch. Kann man in jedem Hof unterbringen. Und ja, man verdient wieder ein wenig mehr Geld. Natürlich verlinke ich diesen Mod wieder in der Beschreibung. Und ich freue mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Und sagt dann mal wieder Ciao.